Bullseye. Francis und Jake anscheinend rechts, Toby und Pedro links, wobei ich jetzt eigentlich eher Francis, also eher Pedro und Toby als Ersatz gesagt hätte. Also Jake links. So quasi. Aber ja, ist ja egal. Ist ja an sich egal. Habt ihr die füllen quasi die vier Außenschimmer-Spots. So, Dabrowski. Bin ich mal gespannt. Wir könnten ihn theoretisch auch ziehen, ne? Wir könnten die Kaufoption ziehen. Sehe ich gerade eigentlich. Ist auch cool das. Aber wir warten mal, wie er sich macht. Wir warten jetzt erstmal, wie er sich macht. Dann ab ins erste Freundschaftsspiel. Der dritten Saison. Das ist ja super. Fängt das super an. Super Verteidigung. ...2-1 gewonnen, gerade so, knappes Ding. Torschütze, Tiernagel und PK Humble. Also jetzt mit Tiernagel erwarte ich dann aber auch den Torschützenkönig dieses Jahr, ne? Bin ich ganz ehrlich. Ich erwarte, dass wir Torschützenkönig aufstellen. Nee. Scout kehrt zurück, wir haben den Uskiel drüber. Alter, ist der krass. Schade. Oh, die bleiben alle drei. Okay. Dann haben wir OM noch gar nichts, ne? Was denn hier an OMs? John Rooney ist halt der Beste da, ne? Ganz klar. Natürlich könnten wir es ein, zwei Saisons mit John Rooney. Ich weiß halt nicht, was der an Gehalt möchte. Schon einiges. Ha. Ja gut, das wird ihn nicht annehmen, ne? Aber okay. Das heißt, wir müssen weiter nach OMs gucken. Wer ist denn das? Robert Sanchez zum Ach, das ist der Keeper, ja. Die haben wir ja quasi schon gesehen. Das waren eigentlich zum Großteil die letzte Saison schon passiert sind. In der Rückrunde, die jetzt nur zum 1.1. gewechselt sind. Oder zum 1.7. Not alone. When I'm not alone. Dann vielleicht doch nochmal. Wir haben zwar England schon geguckt, wir können es England nochmal durch. Wir haben jetzt präzise, suchen wir jetzt OMs. So, die beiden. Ne? Werden wir nicht kriegen. Nee. Okay. U19? Nee. U17? Hatten wir. Baker ist zu jung. Schottland. Das ist wieder ein EU-Ding-Problem, ne? Ja. Wales. Harris. Am Ende U19 haben sie keinen. Sehr schön. Der ist 15. Andrew Crew.
Ist halt nicht so krass, ne? Vielleicht für die Jugendmannschaft? Oh, fett Handgeld reinschallen. Gucken, ob wir in die Jugend kommen, dann können wir da immer noch entscheiden, ob wir in die erste holen oder nicht. Irland. So, jetzt haben wir nämlich Irland und Nordirland. Fivehead. Ja, abgehoben. Abgehoben. Alle abgehoben, ich sage dir. Alle abgehoben. Richard Roberts. Also, das ist wieder ein EU-Ding. Ja, das ist super. Nordirland. Charlie Lindsay. Das ist auch wieder ein EU-Ding, ne? Yes. Okay. Was ist denn so eine Mittel... Also so eine... Was ist denn eine Nationalmannschaft, von der wir vielleicht einen Spieler holen könnten? Aber die auch vielleicht ein Spieler, der gut genug ist. Kanada. Weil wir dann in die A gucken müssen. Oder vielleicht in U21 zumindest. Gut, Jonathan David vielleicht nicht. Tristan Borges. Was hat dein Gehalt? 11.000. Scheint ähnlichen Bereich wie dieser Dabrowski zu sein, ne? 3.000. Haben wir eine Kaufoption von? Auch 160. 170 und 3,5. Ja. Ist der Schritt schon da? Matt Pasquale. Nee, noch ist er nicht da. Aber dann ist das jetzt zumindest schon mal ein OM, den wir dann geklärt haben, ne? Müsste dann quasi heute da sein, ne? Yes. Ist ein 5er, hat 53, das ist not bad. Not bad. So, dann ist das nämlich der erste der beiden OM-Slots. Matt Pasquale. Theoretisch hätten wir auch genug Geld für Dabrowski und Pasquale jetzt die Kaufoption zu ziehen. Das ist ja auch schon mal gut. Das heißt, es fehlt nur noch ein OM. Wenn jetzt Rooney natürlich kommen würde für das lausige Geld, das wir ihm geboten haben, was er nicht tun wird, für 2 Wochen, oh Gott. Wäre der jetzt irgendwie für 18 Wochen ausgefallen, wäre ich komplett ausgeflippt, ne? Dann wäre ich aber so eskaliert. Shotgun in my hand. Yeah, that's why they call me. Bad Company. So. Sieht doch gar nicht so bad aus, wa? Das ist Brooksy links plötzlich die Schwachstelle. Vielleicht können wir auch noch einen Elfer holen. Und dann doch auf Woldrich verzichten. Wäre noch eine Möglichkeit, zumindest das Team zu boosten halt, ne? Die sind alle alt. Rob Bonnet. Ist halt nur ein Dreier, ne? Oha, 4. Never mind, Digga. Holy shit. Never mind. Dan Jones. Okay. Nochmal. England. Entschuldigung. LV. Shane Martin. U19, James Frost. U17. Okay. Nochmal Wales. Wales.
Tom David, nein, Day Bowen. 24.000 Gehalt, 20, weiß ich nicht. Wird er besser sein als Brooksy? Vielleicht. Wir gehen wieder YOLO. Come on. Guck mal, können wir die einfach mal abschießen im Flaschen? Was hat's denn da? Wieso? Hä? Alter, 91 ist 327. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist unmöglich. Setzen wir mal bei 3,5 an, um den nicht zu hoch anzusetzen. Mal für ein hohes Handgeld, ne? Dann lassen wir uns überraschen. Ich meine, theoretisch können wir vielleicht wohl durch so oder so. Dann ist halt die Frage, spielt Brooksy oder der. Saka zu City und Alex Scott zu Liverpool. Für 100... Was? Huch. Paredes zu Leverkusen, ablösefrei Dennis Suarez zu Aston Villa. Ei. Kurz eskaliert. Ganz kurz eskaliert. Okay. Ja, auslaufend der Verträge habe ich mitbekommen. Da kümmere ich mich gleich drum. Wir versuchen jetzt den Kader noch fertig aufzustellen und dann machen wir das. Da würde ich vielleicht auch das meiste annehmen, was irgendwie angeboten wird an Sachen, also quasi an Angeboten für Spiele in der zweiten. Eventuell. Können wir jetzt noch Bowen im Raum stehen? Bowen. Das ist der LV. Ach, der OM war noch der andere, der jetzt gerade abgelehnt hat, ne? Oder? Ja, und Rooney. Das heißt, ein OM bräuchten wir noch, zumindest ein Backup, ne? Ein OM bräuchten wir noch. Wir können auch ein ältere nehmen, das ist nicht das Ding. Das ist ein bisschen nervig, dass die Sortierung danach überhaupt nicht mehr passt, ne? Mit Sean Musa. Boah, der will aber ordentlich viel Gehalt. Kieran Green. Das sieht doch schon besser aus. Du hast langsam an das Thema rangeführt. Du hast bestimmt ein super Backup für unseren OM, oder? Bestimmt ein super Backup. Bin mir sicher. Greimel einfach. So, die beiden könnten jetzt bitte annehmen. Bowen und Green. Das wäre super. Das wäre richtig super. Können ja theoretisch auch gleich mal gucken. Wir dürfen die Spielergespräche nicht vergessen. Die habe ich ein bisschen aus dem Blick verloren tatsächlich. Und direkt reinschallern. Und dann gucken wir jetzt gleich mal langsam wegen den Verträgen. So, vom erste Mannschaft, ne? Greg hört auf, richtig? Yes, ist aber der erste, der aufhört, richtig? Yes. Pasquale ist Leihe mit Kaufoption. Das heißt, Fennel läuft aus, Anthony Page, Pedro Carvalho und Matthew Woolridge. Fennel möchte ich dann verlängern, eigentlich. Die anderen weiß ich tatsächlich noch nicht. Weil Anthony Page wird älter, ne? Ist auch nicht der Mega-Backup, also ja, ist so lala. Und auch Pedro und Woolridge sind halt am Abbauen ein bisschen tatsächlich. Und Woolridge wissen wir ja gerade noch nicht, ob wir den überhaupt halten. Oder ob der nicht in die zweite kommt, so.
Dementsprechend müssen wir da mal abwarten, was da jetzt bei den Transferverhandlungen noch rauskommt. Oh, wir führen mal im Freundschaftsspiel. Ich glaub's ja nicht. Also unsere Vorbereitung wird so für'n Arsch sein. Holy shit. Max Cornhill, 1-0. Yeah, boy. Von der Bank. Maschine. Digga, was? Ah. Warum denn? Das war doch ein total solides Angebot. Kanada. Alfonso Davis? Australien. Können wir alle nicht holen, ne? Nikolai Topor Stanley. Nee, ich glaube, das ist nicht gut genug. Ich glaube, das ist nicht gut genug, ne? Neuseeland. Hier vielleicht. Liberto. Oh, der ist so gut. Nee? Schade. Sam Sutton. Schade. Was sind das? Eastern Suburbs. Wieso ist denn das so schwer? Wo spricht man noch Englisch? Ich meine, wir könnten einfach mal in den Staaten gucken, I guess. Wenn das für unwahrscheinlich halte, ne? Und der doch gar nicht so schlecht aufgestellt mittlerweile. Abgehoben, alle abgehoben. Wird jetzt LV die neue OM-Position oder was? Oder Torwart-Position? Ich muss einfach nicht auf die Reihe kriegen, irgendwie zu finden, der solide ist. Wir können auch Markus Olsen holen, theoretisch, aber das. Okay, das wäre letztendlich. Vielleicht nicht. Versuche mal die anderen beiden stolz zu machen. Kurz mal, der war bestimmt mal bei Rapid. Bei Tirol ist der. Uff, von Austria weiß ich nicht, ob ich das darf. Du hast keinen Verein, Digga. Hä? Also, ob es nicht besser ist, bei mir zu spielen als gar nicht. Was ist denn das? Toxicity of our city. 18 Teichgräber, Stasic. Wie viel wollte ich ursprünglich? Weiß ich nicht mehr. Moment. Reset. Sausage. 7000.
Also ich hoffe mal für den, der ist krass, ne? Das ist so ziemlich der bestbezahlte Spieler dann bei uns. Wollte ich mal kurz gesagt haben. Ich hoffe für ihn, dass er richtig krass ist. Wenn er den überhaupt annimmt. Aber nimmt an. Er muss. Er ist quasi gezwungen anzunehmen. Green, den wechsel ab, du kannst es dir nicht ausdenken. Ein LV? Dort ist ja unten OM fehlt noch, ne? Oh no! Ich weiß gar nicht, was ich ihm angeboten habe. Ich bin davon ausgegangen, der lehnt sowieso ab. Oh no! Wir hätten ihn einfach holen können. Ich hab's verkackt. Green. War der OM? Glaube ich, oder? Yes. Ja, nee. Spanisch und Hindi, oha. Das ist mal ein Flex. Vielleicht Tom Owen Evans. Als Backup zumindest. Are you ready to go? Guck mal, wenn nicht, machen wir den anderen Tom noch, den wir auch noch ein Angebot machen könnten. Fennel verlängert das super. Zumindest den schon mal gehalten. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Mama, I just can't lie. Ja, ich würde auch Greg Halford, dem Typen, der irgendwie 7 Meter hoch ist, sagen, du musst dich körperlich verbessern. Also bist körperlich nicht stark genug. Ja. Definitiv. Glaube ich nämlich auch, dass das die Schwäche von ihm ist. 4-2, also die Vorbereitung ist ja echt beschissen gelaufen, ganz ehrlich. Ist ja richtig beschissen bisher. Oh nein, nicht über Matthew Wooldridge vom Boulevardblatt. Also ob Boulevardblatt über irgendeinen Spieler von Hashtag United schreibt. Hä? Als ob. Grinst nicht so dumm, Digga. Ist das schwierig? Bottled up inside. Flügelspieler, LV. Weiß ich nicht.
Das ist einfach schon ultra viel Geld, ne, für unsere Verhältnisse. Wir haben ein Durchschnittsgehalt von 3,5 oder so und wir bieten ihm gerade mal 8. Und der Vorstand denkt sich so, Digga, was tust du da? Ich will doch nur einen Linksverteidiger, Digga. Man sollte einfach Positionsscouten können, so wie es bei FIFA ist, ne? Wenn man sagt, hey, du guckst jetzt in England nach Linksverteidigern. Take a look into my eyes. Warum ist das so schwierig, hier manchmal Spieler zu holen? Yeah. Ergänzungsspieler, du kriegst aber 3000 und ganz viel Geld hier. Guck mal. Wie kann man das Angebot ablehnen? Und der Vorstand einfach sagt, nee, so das können wir nicht machen, Digga. Das ist so das absolut Höchste, was ich dem jetzt anbieten kann. Und trotzdem würde es nicht annehmen, ne? Wieder Aufgaben übertragen? Oh ja. Uiuiui. Huch. Wir haben einen neuen Co-Trainer. Ganz vergessen. Ganz vergessen. Oha, ne, die sind wieder alle weg. Oh Mann. Wie ich es hasse, ne? Wie ich es hasse. Come on. Einfach mal 7-0 oder so. Oder 4. Oder halt 4, I guess. So, ein Freundschaftsspiel noch. Ein Friendly haben wir noch. Irgendwo Bayern gesehen? Nee, ich dachte, ich habe irgendwo Bayern gesehen. Eggestein zu Bremen. Was? Wie unrealistisch ist das denn? Hammer Traoré zu Dortmund. Oha. Thorgan Hazard zu Köln. Ljubicic zu West Ham. Let's run the take. Ja, wir haben einen. Dingsi. Wir haben einen Ersatz-OM. Let's go. Okay, jetzt haben wir theoretisch aber den Kader schon, ne? Das Kader ist eigentlich fertig. Jetzt ist ja die Frage. Ob wir noch einen LV nehmen und vor allem, ob wir noch einen Ersatz-LA nehmen, ne? Tatsächlich, Pedro ist halt wirklich nicht mehr gut dabei. Da fällt mir jetzt gerade so auf. Oder Ersatz-RA oder wie auch immer. So, theoretisch können wir Kenny Thorpe auch nehmen. Aus der zweiten halt, ne? Weißt du, so gut ist er auch noch. Wird sowieso kein LV mehr laufen, tatsächlich, ne? Glaube ich. Wie sieht's denn mit LAs aus? Muss ja nur ein Ersatz eigentlich sein. I see your motives inside. Hemmings. Ergänzungsspiel, du kriegst 3000 und ein 10er Handgeld. Nee, ein 9er. Einen 9er. Ja, das ist ein Schein, 9000.